Hallo, ihr Lieben. Neue Perspektive, da ist mein Kollege, der schaut mir auch zu. Ich hatte umgestellt gehabt, ich bin noch nicht so glücklich damit. Ich würde schon gerne einen Tisch hinter mir haben, damit ich mit Tageslicht im Sommer filmen kann. Ich dachte aber, so geht das jetzt auf jeden Fall mal durch. Wir werden jetzt einfach mit dem leben, was wir haben, sagen wir mal. Ich möchte ein Get Ready with Me drehen. Drehen, das fängt ja Na, gut an. machen. Das kommt so rausgeschossen, ja. Es ist nichts. Es ist aber cool. Es riecht auch gut. Es erinnert mich an irgendwas. Ob das ein Männerdeo ist oder ein Männerparfüm, das kann ich euch gar nicht so genau sagen. Aber es riecht echt fantastisch. Also, es riecht halt einfach frisch und männlich. Ich wollte eigentlich mit Tageslicht filmen, so halbwegs, aber es ist ja in meinem Rücken, also wird das irgendwie geblendet, das macht gar keinen Sinn. Ja, wir fangen an. Ich trage Lichtschutzfaktor auf, da benutze ich von Lacoste gerade dieses Pröbchen, weil ich ja mein Pröbchenprojekt noch habe. Irgendwelche Fragen wollte ich euch stellen, wie immer in meinen Videos. Habt ihr gemachte Nägel oder habt ihr, also habt ihr Gel oder Acryl oder habt ihr Natura? Trägt ihr Nagellack oder nicht? Das würde mich sehr interessieren. Also ich trage Nagellack seit meine Tochter auf der Welt ist, jeden Tag. Es gab fast keinen Tag, an dem ich kein Nagellack getragen habe, weil ich das. Ich finde das, ich hatte früher Gelnägel und dann eben wegen der Schwangerschaft und so, war es mir einfach zu stressig, war so müde. Und ich habe hier eine Family, Wiggle Family ist aufgetreten. Die hat da irgendwie ein Konzert oder so und ja, ein paar Zuschauer. Tage, da kriege ich so. Oder das war der Primer von. Aber ich vermute, das war A, meine Schokoladenvielfalt, die ich hatte. Und dann kommt sowas zur Geltung. Ich habe den Primer, also das Sonnenschutz drauf. Den mag ich sehr gerne. Den würde ich tatsächlich auch neu kaufen. Weil ich den echt gut finde. Also er ist ein bisschen beppig, aber er gibt keinen weißen Schlier. Ich habe auch keine Ahnung, was für Inhaltsstoffe. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich würde für den heutigen fahlen Teint, den ich ja habe, ein Golden Dust von Catrice benutzen. Also wenn man es geshakt hat, sollte man das trotzdem noch hier mit der Pipette ein bisschen durcheinander bringen. Ja, das war too much. Das irgendwie ist dieser Mechanismus irgendwie kaputt oder so. Weiß ich nicht. Ja, ich benutze mein Lieblings Bufferpinsel von Zoeva in der 102 Silk Finish und trage mir das eigentlich großzügig aufs Gesicht auf, denn ich sehe heute so bäh aus. Da wird einem selber schlecht. Auch meine Haare, also ja, genauso wie so fühle ich mich. Es wird heute sicherlich kein schöner Make-up-Look. Irgendwie habe ich das im Gefühl, weil ich so gar nicht so bei der Sache bin. Aber ich schminke mich ja eigentlich grundsätzlich, damit es mir auch ein bisschen besser geht, wenn ich mich anschaue. Ja. Dann benutze ich die Radiance Foundation von Catrice und mein Pöttchen mische ich. Also die kann man ruhig auch miteinander vermischen. Das macht Foundations. Man muss halt ausprobieren. Ne? Manche Foundations sind nicht dafür gut geeignet, andere wiederum doch. Also für mich ist das jetzt eigentlich. Was haltet ihr jetzt eigentlich von da? Ich möchte mir noch so eine Art wie Leinwand holen. Also im Hintergrund, dass ich das runterziehen kann, damit es euch nicht stört. So, damit nicht so viel im Hintergrund ist, ja? Also damit mein Kollege abgeschottet ist. Den habe ich da hingestellt, weil da hängt ein Spiegel. Sonst würde das wahrscheinlich durch die Softbox blenden und das würde stören. Und außerdem habe ich gesehen in meinem Geburtstagsvideo. Ich wollte ja die Radiance Foundation noch mischen. Ich finde sie nix für ziemlich ölige Haut. Oh, Scheiße. Also ich habe es noch mit meiner Hand auffangen können.
Ich finde sie eher was für normale bis, ja, ich würde sagen, nicht unbedingt trockene Haut, aber eher so normal. Ich habe ja eine ölige T-Zone, da muss ich sehr, sehr gut abpudern. Und ich war gestern sehr überrascht über mein Finish. Es hielt 18 Stunden, ich weiß es nicht. Es hielt auf jeden Fall sehr, sehr lange. Also 12 garantiert, 18, keine Ahnung, es war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es hielt sehr lange. Und ich muss sagen, ich mag diese HD Foundations. A, sie sind sehr, sehr flüssig und passen sich einfach dem Gesicht an. Und B, sie haben eine etwas höhere Deckkraft. Also es ist doch schon eine, meistens sind die Foundations, die dünn sind, auch dünn von der Farb her, na, damit man so ein leichtes Finish hat. Aber hier hat man doch eine tatsächliche schöne Rötung abdeckende Geschichte. Diese Woche wollte ich eigentlich auch in den IKEA. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Mal schauen. Die Alida hatte gepostet, sie geht oder sie war im IKEA oder ist gerade in dem IKEA. Ich wollte auch. An dem Tag habe ich es gesehen. Und wusste, dass ich eigentlich ins IKEA am Donnerstag gehe, weil meine Freundin da auf dem Kaffee da war. Ein Tag, also an dem Tag oder ein Tag danach. Und ja, jetzt bin ich mir aber unsicher, ob ich in die IKEA gehe, denn ich wollte so ein Rollo eben holen für hier hinten. So 1 Meter mal 40, damit man einfach im Hintergrund, ja, keine Ahnung, hänge ich mir an die Decke, was man nicht alles macht für sich, für seine Hobbys. Keine Ahnung, es macht mir halt einfach mega Spaß, wie man sieht. Ja, herzlich willkommen an alle, die neu sind und ich freue mich, dass ihr dabei seid in meiner Chaoswelt. Ja, ich freue mich. Ich glaube, das ist, man sieht, merkt eigentlich schon, dass ich gerne das mache und auch mich gerne zum Affen mache. Bei dieser Foundation muss ich nicht mal mit dem Schwamm drüber. Ich finde, sie ist auch so schön. Also vom Finish her. 7 Minuten und ich habe nur Foundation und Primer drauf. Ich glaube, ich spinne. Ja. Ich wollte einfach so eine Labergeschichte machen. Ja. Genau. Ich benutze den Under Eye Primer oder dieses Under Eye Ding da von Color Corrector von Essence, um hier ein bisschen unter den Augen aufzuhellen. Das war ein bisschen too much. Ich vergesse immer, dass das so cremig mittlerweile geworden ist, weil ich ihn eben eintrocknen lassen habe. Und der hält wirklich auf. Also wenn man wirklich so helle, helle, helle Haut haben möchte unter den Augen, dann ist er was. Ich mag das ja nicht so, wenn das so Kim Kardashian ähnlich aussieht. Das gefällt mir einfach persönlich nicht. Das hat nichts mit ihr zu tun oder so. Bei anderen wiederum finde ich das schön, aber bei mir selber eben nicht. Von daher, ja. Dann wollte ich einen stinknormalen Concealer nehmen. Ich finde gerade keinen stinknormalen Concealer. Ach so, ja. Ich nehme den One Drop. Der steht vor meiner Nase, aber ich bin es einfach nicht gewohnt, hier so Tropfen aufzutragen. Ich finde die Handhabung ein bisschen anstrengend. Also es ist nichts, was schnell unbedingt geht. Aber er ist sehr, sehr schön. Er gefällt mir sehr gut. Er hat eine leichte Textur. Und er ist auch, ja, er macht einfach was her. Also er legt sich nicht wirklich jetzt arg in die Fältchen mit dem Primer oder ohne Primer. Ich finde eigentlich sogar fast schon schöner ohne Eye Primer. Also ohne diesen Gedöns. Das probiere ich heute mal aus und morgen wieder mit. Oder eine so. Mal gucken. Ich habe heute einfach verplant, dass ich das auch mit testen wollte die Woche. Heute ist übrigens Dienstag. Und ja. Moment mal. So, ich bin wieder da. Ich musste euch mal anstöpseln, denn mein Akku ist leer. Ich habe heute ein paar Videos angeguckt und deswegen Akku leer. Und habe auch heute Abend, gestern Abend vergessen, mein Handy zu laden.
was ich hier auf der Birne habe, keine Ahnung. Wir werden uns jetzt gemeinsam die Augenbrauen machen. Da benutze ich ja aktuell diesen Elf Stift, den finde ich ganz okay. Der ist nicht ganz so schlimm, finde ich, wie der von Essence. Den finde ich sogar sehr gut, den hier. Der ist mir kein einziges Mal abgebrochen. Und die Mine ist, ja, nicht ganz so fein, aber sie gehört schon zu den etwas feineren, sage ich mal. Und es ist doch sehr praktisch, wenn man ein Produkt hat, was man komplett aufbrauchen kann, ohne dass es mehr kaputt geht als... Ja, ich bin einfach nicht so ein Feinmotoriker, sage ich mal, was meine Augenbrauen angeht. Und wie ihr seht, fast wäre mir was abgebrochen. Also es ist möglich, es ist bei mir immer alles möglich. Vor allen Dingen, wenn man so müde ist, dass man fast selber einschläft. Ja, und heute scheint mal wieder die Sonne. Es ist nichts vom Wind zu sehen. Ich fange jetzt an, Wäsche zu waschen, um sie draußen aufzuhängen. Heute war es so arschekalt heute Nacht. Es hatte 2 Grad, minus 2 Grad. Ich war erstaunt, meine Scheibe war eingefroren. Ist super. Läuft bei Ihnen. Ja, wir können hier den Wow Glow. Wow, Drop Bronzing, bla bla bla, mal ausprobieren. Da würde ich mir ein... Ich wollte gerade sagen, wieder so ein Pipettensystem, was nicht funktioniert. Also, ich weiß es nicht. So begeistert von diesen Glow-Pipetten-Dingern. Ich mag diese Produkte, den Inhalt, aber irgendwie hätte ich es gerne im Pumper gehabt. Sehr, sehr schön. Wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Ich sage euch auch gleich die Farbe hier. Und was wollt ihr, dass ich eigentlich meine Infobox pflege? Also soll ich da mal was reinschreiben? Interessiert euch das? Schaut ihr rein. Ich bin auch eine. Ich lese oftmals Kommentare von anderen durch. Einfach weil ich möchte wissen, was andere Leute kommentieren. Also nicht um das auch zu kommentieren oder sowas. Sondern einfach nur, was andere Leute auch mal in ihrem Leben zu sagen haben. Ja. Sehr, sehr schöner Glow. Gefällt mir super, super schön. Ist richtig wet. Was habe ich jetzt hier? Ja, läuft, läuft, läuft. Super schön. Die Farbe war übrigens Daily Sunkiss. Hallo. Fokus. Und jetzt fokussiere an mich. Ich muss nämlich öfters mal drauf achten. Auf einmal fokussiert es mein Kollege und keine Ahnung was. Das wollen wir ja nicht. Dann sette ich meine untere Augenpartie mit dem Catrice-Puder hier. Und da benutze ich super gerne, wollte ich euch auch nochmal empfehlen. Also es wird zu meinen Drogerie-Favoriten auf jeden Fall was geben. Ich habe schon angefangen zusammenzusuchen, denn das ist ja schon ein längerer Prozess. Diesen Terra Naturi Pinsel und trage mir den erstmal so unter die Augen. Und da benutze ich dieses Glow Illusion Puder, glaube ich, heißt das. Glow Illusion, ja. Es ist kein Glow drinne, also ich sehe jedenfalls keinen, aber es ist auch kein totmattes Finish. Also wirklich super geeignet. Ich donner das da drauf, damit ich einfach genug Produkt habe für morgen. Ich hasse das da morgens rumzueiern. Ja, um mein gesamtes Gesicht so ein bisschen zu fixieren, benutze ich den, den hier. Der ist wirklich gut. Also ich finde, der hat mich sehr, sehr lange matt gehalten. Ich bin ein... meine Haare sind schon wieder reichlich am Rumpfetten. Aber meine Stirn war gestern matt. Also so ein natürlicher Glow, ja, den man über den Tag ja auch haben darf. Finde ich auch nicht so schlimm. Aber wenn man dann so richtige Ölschicht drauf hat, wo man eigentlich was frittieren kann, finde ich persönlich nicht so schön. Und dieser Glow gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut von Catrice. Also wirklich, wirklich, wirklich schön. 8 Euro schon habe ich. Also ich habe 7,95 Euro dafür gezahlt. Ich finde das schon Heavy Metal.
mag ich nicht so. Finde ich gar keine gute Idee von Catrice. Als Bronzer hatte ich euch in meinem Schminkkorb gar nicht gezeigt. Da benutze ich dieses hier. Ja, ich mache heute ein Orange-Make-up-Look. Ja, das funktioniert eigentlich relativ gut. Wird nicht fleckig, was mich sehr überrascht. Und ich muss sagen, von der Farbe her sieht es ein bisschen aus wie der Formulas da. Physician Formulas. Und auch von der Textur, der ist sehr, sehr butterig. Und riecht auch ähnlich. Ich würde sogar fast sagen gleich. Ich muss die mal miteinander vergleichen und mal bei Instagram euch zeigen. Also YouTube gehört ja mittlerweile zu meinem Leben dazu. Das akzeptieren auch alle, die um mich herum sind mittlerweile. Und deswegen kann ich das machen, dass ich dann entscheide, okay, im Schlafzimmer an die Decke kommt halt irgendwas, weil es einfach dazu gehört. Sonst, wenn das überhaupt nichts für mich wäre und ich das wirklich nur so mache, einmal im Jahr, dann würde ich sowas nicht machen. Also wirklich nur, weil es einfach dazu gehört. Ich benutze dieses Blush, aber ich versuche nicht, da wo ich den Glow aufgetragen habe, damit es nicht so arg wird. Denn der Blush ist schon ein Blush. Also ich würde ihn nicht mal als Bronzer gelten lassen. Er ist schon ziemlich rotstichig und hat auch Schimmer. Und ich sehe, ja, ich sehe ziemlich glowy aus. Ich hoffe, es kommt, irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt in der Kamera gar nicht so rüber. Ich bin ein bisschen überbelichtet. Ich wollte mir auch eine Ringleuchte zulegen. Also es wird alles nach und nach kommen. Ich benutze heute den Primer von Catrice. Das ist der Foundation Eye Foundation Primer. Oh nein, ich habe gestern Pakete losschicken wollen, habe sie heute Morgen abgegeben und habe überall diese Kugelschreiberreste, weil der Stift ausgelaufen ist. Ja, ich sah den ganzen Tag wunderschön aus. Und das geht dann ja auch nicht ab. Den Eye Primer finde ich in Ordnung, also der hält wirklich sein Versprechen, dass er den ganzen Tag da hält. Ich mag das ja aber, wenn das ein bisschen gedeckt ist, deswegen ist das jetzt kein Nachkaufprodukt, aber es wäre ein Produkt, was ich aufbrauche, weil er einfach funktioniert und ich kann nicht drauf verzichten, meine Augenbrauen, meine Lider zu primen, denn bei mir creased wirklich alles. Ich benutze von Catrice diesen Augenbrauen Fokusmann Brow Idol. Man sieht richtig, wie rot meine Nasenspitze ist. Ich bin wieder da. Ja, dieses Teilchen, diesen Brow Idol, der ist ein bisschen rotstichig. Ich meine, ich habe mein Haar an sich ist schon leicht rotstichig, also deswegen, auch wenn ich meine Haare braun färbe, es kommt immer irgendwas Rötliches dabei raus. Da kann es noch so aschig sein, es wird rot. Ich habe einmal die aschigste Farbe überhaupt drauf gemacht und auf einmal war ich am Ansatz knallrot und ich denke so, hä, was habe ich da falsch gemacht? Aber es war alles, ja, ich habe rote Pigmente im Haar und deswegen tut's, naja. Meine Augenbrauen und ich, wir sind auch eine Zweckgemeinschaft hier. Es ist schon eine nette Spielerei, auch mit diesem Catrice Ei hier. Das gibt es nicht im Standardsortiment, das war eine LE. Da ist so Glitzer drin und das ist so ein Peeling, aber kein Mensch braucht eigentlich Glitzer auf seinen Lippen, aber es macht die Welt doch einfacher mit Glitzer. Mein Freund denkt sich, die Alte hat einen Schaden. Aber egal. Psst. Ich habe immer einen Schaden. Den werde ich immer beibehalten. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu einer Palette, die ich mit benutzen werde für diesen Look. Und zwar ist es diese hier von Essence. Da möchte ich zuallererst mit diesem Ton hier anfangen. Diesen hellen hier. Und möchte mein Lid ein bisschen darauf vorbereiten, was gleich kommt. Ein bisschen hier so in der Crease arbeiten. Gar nicht auf dem beweglichen Lid, der soll schön beppig sein. Und dann kommen wir nämlich zu einer Palette, die ich gerne mit euch zusammen verwenden würde für den Look. So, meine Süßen, ich habe die Palette jetzt geholt
Ich möchte die Oshun. Heute ist Thema, oder morgen, ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall Thema Orange. Und Orange passt ganz gut heute. Ich bin eh so trist angezogen, da passt Orange auf jeden Fall. Mir ist damals ein Ton auch zerbrochen angekommen. Aber diese Palette ist unglaublich schön. Wirklich für warme Looks und auch etwas kühler gehalten, ne? Tolle, tolle, tolle Palette. Ich beginne trotzdem mit diesem Orangeton und versuche mir in der Lidfalte was aufzubauen, weil der doch ein bisschen heller ist. Also nicht so stark pigmentiert wie der von Oshun. Oshun! Und hättet ihr es gerne, dass ich die Produkte aufschreibe in der Infobox oder passt es für euch so, wie es ist? Dann sagt ihr, ach nö, ich guck ja eh nicht rein. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen überbelichtet. Ich wirke ein bisschen, ja, hell. Ich muss mich mal fotografieren mit Blitzlicht, um zu gucken, ob ich Flashback habe im Gesicht durch das weiße Puder von Essence. Das wäre ja nicht zum Vorteil. Ich nehme mir einen kleinen Blenderpinsel und nee, ich nehme mir keinen Blenderpinsel. Ich nehme mir hier so einen Ebeline Brush. Den finde ich echt gut. Ich weiß gar nicht, ob der noch in der Kollektion ist. Der hat so komische Synthetikfaser-Gedöns. Hier so schwarze Borsten. Damit kann man sehr, sehr gut Pigment auftragen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und übrigens ist dieser Look inspiriert von Cosmetic for Less. Ich blende euch mal ein Bild ein, was die Dame gepostet hatte. Ich glaube, die macht so die Looks für Cosmetic for Less. Oder ist eine Mitarbeiterin oder ihr gehört Cosmetic. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber ich kann euch das mal ja, posten und euch auch mal unten in der Infobox den ja. Cosmetic for Less zeigen. So, ich nehme mir doch diesen kleinen Blenderpinsel und versuche hier so ein bisschen die. Oh, scheiße. Ach, Essence. Ja, das wird alles gleich noch viel, viel schlimmer. Nein! Ich sage doch, es wird viel, viel schlimmer. Es ist ein bisschen braun dazu gekommen. Was ich eigentlich nicht wollte, aber damit müssen wir jetzt leben. Jetzt habe ich so eine braune Stelle dort. Oh, nee, ey. Sehr, sehr geil finde ich das. Und im Innenwinkel möchte ich mir dieses Gelb auftragen, was es dort gibt. Das ist das hier. Um mal ein bisschen hier auf unsere Kosten zu kommen. Sehr, sehr geil. Richtig geil. Und es ist ja voll einfach und sieht trotzdem geil aus. Also meiner Meinung nach. Es sieht einfach fantastisch aus. Sowas trägt selten jemand auf der Straße. Ich weiß nicht, ob die Leute sich da nicht trauen. Oder ob. Orange ist übrigens auch eine ganz, ganz tolle Farbe. Ihr seid so weit weg, ne? Übrigens eine ganz, ganz tolle Farbe, um das Grün im Auge hervorzuheben. So. So. Ich zoome euch wieder raus.
Eben, ich werde nur von der einen Seite beleuchtet. Ich müsste mich eigentlich so hinsetzen, damit ich beleuchtet werde. Es gestaltet sich irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich mache mir Gedanken drüber. So, wir können auch mit dem Gelb ein bisschen rein, ein bisschen hier so das Orange ausrauchen Liebe diese Farbe lassen. von NYX. Man kann sie nur so selten tragen und sie trocknen auch noch zusätzlich aus. So. So, mein Look ist fertig. Schaut mal im Gesamtbild. Sieht das doch echt cool aus, oder? Also ich glaube, mein Freund ist zwar nicht so begeistert, aber gut. Damit muss er heute leben. Verabschiede ich mich. Wir haben den Look gemeistert. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich lasse liebe Grüße euch da. Eine Umarmung. Ciao, bis zum nächsten Mal.